Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2 mit mir, Ben Hoshi. Ja, wir sind in Verona. Wir stecken in Verona. Wir stecken in Verona fest. Ja. Nein, ich bin auf dem Weg zum Fragezeichen von Verona. Das ist so geil. Also mit dem Namen kann man so eine Scheiße machen. Also, naja. Nee, ich will mir mal das Fragezeichen angucken. Und mal schauen, ob das ein Händler ist, oder so ein LKW-Händler ist, oder nur wieder eine Arbeitsagentur. Und ich glaube, ich muss auch langsam mal wieder in die Werkstatt. Meine Kupplung macht schon so ganz komische Geräusche. Durch den netten kleinen Crash von gestern. Ja, die Kupplung. Ah, ein Volvo-Händler. Na, ist doch wunderbar. Kommen wir hier angeprescht, ey. Können wir ja gleich mal. Ach ne, halt, ist ja gar keiner. Ist ja gar keine Werkstatt, ist ja nur Händler. So. Mal rechts abbiegen. Aua. So, dann hier wieder links. Du Vogel, ey. Ups, hier geht's ja gar nicht zum Händler. Verflixt und zugenäht. Dann müssen wir halt hier doch rum. So, Wartung. Eieieiei. Autsch. Hilft ja nichts, müssen wir ja. Verflucht, okay. Naja, okay. So, dann wollen wir mal ins Auftragsdings mal gucken. Was war das jetzt? Da. Frachtmarkt. 28.000. Oh. Ach, ist das herrlich. Aber da kommen wir ja leider nicht hin. Wir sind ja in Verona. Ei. Ei. Wir brauchen Kohle, also nehmen wir das Boot. Dann fahren wir jetzt die Strecke wieder zurück. Weil die Kohle, nee, also tut mir leid, also die lasse ich mir nicht entgehen. War schon. Nicht gegen Schild. Wieder gerade machen. Oh, war ja schon. Okay. Hä? Penner da hinten, ey. Ey,
Jetzt bin ich sogar noch. Oh, nee, oder? Ist ja gar nicht hier. Ist ja erst eine weiter. 180.000, naja. Er ist hier bei Postbeat. So, das Boot wollen wir haben. Auftrag annehmen. 27.000. Heieieiei. Gut, ja, das muss auch sein. Ah, da ist es doch. So, dann haben wir das. Wir können dann los, würde ich mal so sagen. Genau so, da sind wir rum. Müssen wir halt nur vorsichtig sein. Nicht, dass uns hier schon wieder so ein kleiner Rums passiert. Dann ist nämlich die ganze Kohle flöten. Und das muss ja nicht sein. Oh, du. Blöder Hund, du. So. Fahren wir dieselbe Strecke nochmal zurück. Macht ja nichts, ne? Also. Hätte ich gleich da rumfahren können. Ah, egal. Ach, egal. So. Jetzt habe ich auch gerade einen Schreck gekriegt, ey. Hoho. Ja, so viel zum Thema vorsichtig fahren. Aber es hat noch nicht geknallt. So, haben wir wieder Maut. Kommen Sie zu, dass Sie hochkommst. Geht doch. Na, du komischer Transporter hier neben mir, du rollende Bombe. Blitzbold.
So, 463 Kilometer. Mann, Mann, Mann. Also, sag mal, fahren die hier im Konvoi oder was? Ja, übrigens. Wie findet ihr eigentlich die neue Allianz-Werbung, beziehungsweise die alte Allianz-Werbung? Ich meine, einige von euch werden wahrscheinlich noch zu jung sein, also die kennen das noch von früher gar nicht. Und die, die so in meinem Alter sind, sprich so in den 30ern, und die müssten es eigentlich noch sehr gut kennen. Ja, also das ist richtig lustig. Also als ich das gehört habe, die Werbung, das erste Mal, da ich so, hä? Da ich so, okay, das ist jetzt hier wieder irgendwie so, ja, wie heißt das? Ja, hier irgendwie so eine Verarschung, da irgendwas, ja, so Vorsicht Kamera oder bitte lächeln oder irgendwie so ein Scheiß, ja, irgend so eine Verarschungssendung jedenfalls. Habe ich hingeguckt, sehe auch sogar das Video davon, ich so, hä? Da war es wirklich aus den 80ern, ja, so Mitte der 80er war das tatsächlich so der Allianz-Werbespot. Also Mitte der 80er, Anfang der 90er, so, aber eigentlich eher Mitte der 80er, Ende 80er. So, und da also dachte ich echt, also ist ja Hammer. Weil ich habe mir schon öfter mal überlegt, ja, weil ich gucke mir ab und zu mal hier auch auf YouTube, gucke ich mir so Asbach-uralte Werbeclips an aus Deutschland. So wie zum Beispiel hier Wrigley's Spearmint-Werbung, die ist ja nur eigentlich weltbekannt, die müsste eigentlich jeder kennen. Oder ja, was gibt's da noch so die alte Nintendo-Werbung, all so ein Kram, ja, oder so die Kinderschokolade-Werbung, Ü-Eier-Werbung. Ach, da ist so viel an Werbung, ist oder mit dem Melittermann die Werbung, ja, das ist, ja, also da gibt's so viel, ja, Meister Propper. Sie hat so hier Persil und ach, wie sie alle heißen. Also, ja, gucke ich mir mal sehr gerne an, weil das, ja, die Werbung ist doch noch eher ein bisschen witziger gemacht. Und wenn es nicht witziger ist, dann hat die Werbung auch was gekostet. Das hat heute alles das ganze, ja, computeranimierte Zeug da, ja, das ist also, ist irgendwo langweilig. Bloß früher, da haben die wirklich noch einen richtigen Chor gehabt, ja. Das ist also für die Musik, ja, da haben sie wirklich noch richtig gut gesungen. Aber heute. Heute ist ja nicht mehr. Also. Nee, weil wie gesagt, wie zum Beispiel bei der Allianz-Werbung, ja, da haben die sich echt Mühe gegeben und haben halt mal einfach ein eigenes Lied rausgebracht. So, naja, wunderbar. Haben es ein paar Mal abgeändert. So, bloß die Mühe macht sich heute keiner mehr. Da wird ein bisschen Musik komponiert, so ein bisschen auf der, ja, was heißt Synthesizer, also. Nee, da wird einfach irgendwelche lieblose Musik genommen. Ja, ach komm, Hauptsache Musik ist in der Werbung drin. Wie sie sich anhört, ist scheißegal. Ja, das ist zumindest meine Meinung dazu. Nee, und deswegen, also ich finde die Werbung jetzt echt super, weil wie gesagt, es erinnert einen an früher halt so ein bisschen. Wenn man so als Kind vorm Fernseher gesessen hat, hat sich damals noch von mir aus, weiß ich nicht, die Bim Bambino Show angeguckt. Oder Bim Bambino hieß es nur, nicht die Bim Bambino Show. Wie gesagt, mit dem Bino und mit der Lucy noch zum Schluss denn.
hat oder dann früh morgens im RTL, wenn man sich dann da dann auch so die ganzen Kindersendungen angeguckt hat. Wie zum Beispiel David der Kabauter oder. Ja, wer war da noch alles im RTL? Der lila Launebär. Oder Klack. Wer so eine Sendung noch alles kennt. Wie gesagt, alles so mit Matti und Nicole und wie sie nicht alle von früher hießen. Ja, das waren richtige Koryphäen, sag ich mal, so für uns Kinder. Ja, das waren Vorbilder. Das waren noch wirklich lustige Sachen. Ja, das waren noch gute Zeiten. Oder damals auf ganz früher auf Tele 5. Ja, da gab es ja dann auch immer hier. Also da lief ja Bim Bambino zum Beispiel. Ja, und da lief dann auch immer, da liefen die Schlümpfe, da lief Saber Rider and the Star Sheriffs. Da lief Brave Star, da lief He-Man, da lief She-Ra. Oh, wie heißen sie alle? Silverhawks, Starcom und so weiter und so weiter. Also es waren Hammer-Serien, die damals liefen. Ich meine, ich bin mittlerweile auch dabei, mir wirklich die Serien alle irgendwie wieder ja so zusammenzukaufen. Also He-Man, She-Ra, Inspector Gadget habe ich schon, Ghostbusters, aber nicht die Real Ghostbusters, sondern die, die anderen Ghostbusters, die mit dem Affen Tracy, wer sich daran noch erinnert. Also mit dem Auto, was, was sprechen kann und so weiter und so weiter. Also, wie gesagt, also... Ja, das waren alles noch Serien, die man sich angucken konnte, ja. Was Spaß gemacht hat, die zu gucken. Ich meine, die einzigen Zeichentrickserien, die ich mir heute noch angucke, ist immer nur noch Dragon Ball Z. So, andere Zeichentrickserien gefallen mir mittlerweile gar nicht mehr. Das ist, naja. Gut, aber ich sehe gerade, ich habe schon wieder hier voll überzogen. Da hat man sich so verquatscht, aber naja, gut. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen oder in einem anderen Video wieder. Einfach Däumchen nach oben hier lassen. Oder wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet, einfach meinen YouTube-Kanal abonnieren. Gut, wie gesagt, dann war's das. Ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns dann. Euer Ben Hoshi. Ciao, ciao.